这样我就觉得，哎，迈克还是挺了不起的一个人，他是非常了不起，我觉得他。Er selbst ist halt sehr fokussiert. Er war von Anfang an, ich sag mal so, auf einer Wellenlänge, weil er halt interessiert ist an neuen Erkenntnissen.就是这里面就是生活着一些珍稀的动物，其中就是比较著名的就是鄂蜥了。鄂蜥呢，它是一个比较古老而稀有的物种。我们这个保护区最主要就是要热带这个雨林吧。那么这个鄂蜥它是属于一个比较温度是比较适中这个温度，应该说是有点感觉到有点自豪，为这个保护这个珍稀濒危动物做点贡献，做出自己的努力。Und habe dann zusammen mit meiner Frau bei während eines China-Trips, der relativ touristisch war, sage ich ja mal ganz ehrlich, von Peking, verbotene Stadt, bis hin zu Xi'an, Tonarmee und was es da alles gibt. Ich dachte, es ist ein随便来这里观光旅游的客人一样，就是。Zwar einmal, weil ich ja aus Hobby schon mehr als fast 50 Jahren mich mit Reptilien beschäftige. Und deswegen bin ich eben als Nichtwissenschaftler natürlich daran interessiert bin, Krokodilschwanzex. 他对这个物种这么了解，也这么入迷，想到一个德国人，他对这个鄂蜥也这么知道。An die erste Begegnung mit Krokodilschwanzärzten erinnere mich sehr gut. Das war 2011 und zwar in einer Abendexkursion zusammen mit Shuji und anderen. Aber wie gesagt, mit Kopfleuchte, mit Kamera sind wir dann mehr kriechend als laufend durch die Gebirgsbäche da gewandert. Ich bin sehr aufgeregt, weil wir am Anfang schon sehr lange gelaufen sind.Und dem Erlebnis dann letztendlich durch die Bäche dort zu wandern und auf einmal dann zum ersten Mal einer Krokodilschwanzechse im Biotop gegenüberzustehen. Und dann war natürlich das schon ein Highlight, die jetzt zum ersten Mal zu sehen, wie sie auf den Ästen sitzen. Er ist sehr aufgeregt, dass er sich auf den Ästen sitzt. Er ist sehr aufgeregt, dass er sich auf den Ästen sitzt. Er ist sehr aufgeregt, dass er sich auf den Ästen sitzt. Er ist sehr aufgeregt, dass er sich auf den Ästen sitzt. Er ist sehr aufgeregt, dass er sich auf den Ästen sitzt. Er ist sehr aufgeregt, dass er sich auf den Ästen sitzt.War schon sehr erhebend vor dem Hintergrund. Sehr große Probleme entstanden sind, dass die Krankheiten auftreten. Das ist, wir wissen nicht, dass Ösi, seine Körper, vor allem seine Beine, diese Beinchen, hier, ein bisschen Krebs. Und die Krankheiten an sich sind insofern bis dahin nicht erforscht gewesen.Michael 他也知道这个情况，他说他的也会有这个事情，他就想办法，他说，你用些什么什么药。而且自己想到，我是举一反三了，当时想到 Michael 讲他缺乏营养。Da hat man, glaube ich, die Sache gut in den Griff bekommen. 然后我把那个鄂蜥有病那个照片哦，从发病。发现他怀病，我都拍照片，一张一张一张一张。每次我治疗，每次治疗前我都拍，要展示给他看。然后他看了，哎，觉得好惊讶，哎，他说你居然也给他治好了。Sehr selten sind, schützenswert sind. Von daher glaube ich, muss man alles tun, um die zu schützen.它一胎生那么多，而且它这个小鳄蜥非常弱，就是比正常生产可以说是小了很多，少
muss ich das so vorstellen, dass ich im Sommer Temperaturen bis zu 35, 40 Grad habe mit hoher Luftfeuchtigkeit, aber es auch Bereiche gibt, die dann auf einmal im Winter minus 2, 3 Grad sein kann. Und da sind die Jungtiere extrem anfällig in der Regel. 后面我们就用一个取暖器，买了两个取暖器。 然后把这个鳄蜥放到我房间那里去，后面让它安全过冬了。这个小鳄蜥它的重量，还有它的体长都得到了增加，这也可以说是我们就能够相对来说应该来说就是把这个越冬小鳄蜥冬天生产越冬这个难题可以说是解决了。他也有把握。 Das Händchen letztendlich dafür, mit Tieren umzugehen. Ich denke, es ist von der Sache her ein Engagement notwendig, daher auch notwendig, Leidenschaft und Hingabe da reinzustecken. Und deswegen haben wir eigentlich von Anfang an, wie es so schön heißt, einen guten Draht und eine Verbundenheit gehabt. Also ich bin sehr froh, dass wir Shushi getroffen haben. Einmal ist es halt immer spannend, Leute kennenzulernen, die jetzt mal ganz anders ticken, in Anführungszeichen, oder auch in anderen Lebensverhältnissen oder auch in anderen Ländern wohnen und man nicht unbedingt die Sprache verstehen muss, um sich einigermaßen zu verstehen. Ich 热爱还有关心，是说为这个鳄蜥的保护做自己的贡献。